Es ist echt seltsam, als Octoling im Körper eines Inkling zu stecken. Noch seltsamer wird wahrscheinlich, was uns diesmal wieder erwartet. Die Bosse waren bisher immer sehr seltsam. Aber was soll's. Damit hallo Leute, mein Name ist Sozial Endzog und herzlich willkommen zu Splatoon 2 Story Modus. Und erwartet der Boss. Heute ist er dran. Und ich hab's jetzt bekommen. Es ist Octoposer wieder am Drücker. Ist das ein Stempel? Sag mir nicht, das ist ein Stempel auf Bein. Ich weiß es eben nicht. Aber das sieht aus wie ein Stempel auf Bein. Gut. Ich darf meinen Heldendoppler einsetzen. Als offizielle Waffe. Was für ein Glück. Ist meine Lieblingswaffe. Und was ist es? Tatsächlich Stempel? Das wäre allerdings nichts allzu Neues. Denn ich glaube, in Splatoon 1 gab es schon einen Stempel. Nur einen sehr komplizierten Stempel. Nee, da gibt's nichts, das ist der Boss aus Splatoon 1. Das ist der Boss aus Splatoon 1. Kein Wunder, dass ich ihn erkannt habe. Den gab's schon in Splatoon 1, für alle, die es nicht wissen. Nur 4 schwerer. Das heißt, er ist zurück. Was sagt man dazu? Er ist einfach zu gut. Ich weiß noch haargenau, wie man diesen Boss besiegt. Welche Einzelne, das hatte ich nicht durchgespielt. Wir haben einfach einen Backcomer. Splatoon 1 Boss kehrt zurück. Hat er neue Phase? Oh, er hat neue Phase. Das ist neu. Das Ding. Octoformer Neo. Okay, er ist noch besser. Der hat sich ein Gewehr ausgerüstet. Ja, ich würde mal sagen, er hat sich ein bisschen verbessert. Verstempelt. Und solange das Ding auf der Nase ist, glaube ich, können wir... Die Schutzzone? Perfekt. Das Ding denn endlich ab. Gut, die Sicherung ist raus. Er hat sich ein Update geholt. Was sagt man dazu? Wir haben ein Wiedersehen mit einem alten Boss. Früher waren immer die Platten kaputt gegangen, aber jetzt haben sie die Rüstung geholt. Was hat er jetzt in der dritten Phase? Die Rüstung. Und 3 Gesichter. Wow. Das war die Gesichter ja schon damals. Als ob ich einfach diesen Boss wieder verwendet haben. Das war der erste Boss in Splatoon 1, glaube ich. Und es ist irgendwie cool, diesen Boss wiederzusehen. Was geht hier vor, dass plötzlich die Octolinge immer noch gesehen sind, obwohl es nicht so gute Octolinge gibt? Was wurde da wieder für ein Müll gebaut?
Alles eingeschlossen. Also mit ihrer Minigun. Ich glaube, ohne den Schutzbereich wäre das einiges schwerer. Ich muss diese Kinder. Sitzdings da losstellen. Diese Anstalt dort. Rucksack los, was auch immer das hier genau ist. Auch wenn es länger dauert. Hallo. Komm. Oder ein Sticker von Toy Story auf dem Rücken. Jawohl. Und seine doppelten Gesichter sind weg. Jetzt kann ich normal ihn angreifen. Und er verliert nicht mal seine Platten wie in Teil 1. Das ist schlechter geworden. Die Rüstung ist ja eine gute Idee, aber das reicht nicht, um mich zu besiegen. Cool, eine Vergangenheit. Danke für die ganzen Punkte. Sehr fett. Und natürlich den Zapfen. Octopresser wieder am Drücker. Was sagt man dazu? Ein Boss aus Splatoon 1. Vermutlich werden wir in Splatoon 3 einen Boss aus Splatoon 2 bekommen. Nummer 4. Ich muss dir erneut danken für alles, was du bisher erreicht hast. Es ist an der Zeit, dass du etwas erfährst. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum ich dich um meine Hilfe gebeten habe. Aha, es gibt also einen Grund. Habe ich dir gesagt, dass wir den Hiesen Elektrowelt zurückholen müssen? Das war mir sowieso klar. Aber das ist noch nicht alles. Die Wahrheit ist, Aroli, die andere Hälfte der Thesis, das ist am selben Tag wie der Hiesen Elektrowelt verschwunden. Wie? Das hast du gewusst? Na gut, war offensichtlich. Also jedenfalls bin ich Nummer 2 und der neuen Akma-Marine. Aloli ist Nummer 1. Es gibt noch Nummer 3, gerade unterwegs mit unserem Opa, Captain Kürfig. Sind jedoch eine Weile weg sein. Ach, die habe ich schon getroffen. Es war die Hölle. Und während ich hier den Ersatzkapitän am Ruder war, ist das mit dem Riesen Elektrowelt passiert. Tut mir leid, dass ich dir nicht früher davon erzählt habe. Aber du warst eine große Hilfe, Nummer 4. Ich weiß, wie wir schnell Lodi finden werden. Hilfst du mir auch weiterhin? Geht weg! Was? Da stört jemand unseren Empfang. Lass das gefällig, oder Nummer 4 wird dir dir den Tag entlang zeigen. Das klingt. Und wir haben es geschafft. Wir können weiter. Und jetzt wissen wir es. Beste Rollen für Ruhende Elektro-Riesen-Welt. Muss tief im Octo-Canyon sein. Hier zum Ende wieder so ein UFO. Aha, und das ist wohl der Weg zurück. Würde ich mal sagen. Könnte natürlich noch was da sein, aber ich will ins nächste Gebiet, also los geht's. In Nummer 4. Da müssen wir jetzt erstmal wieder alles freilegen.
Hier haben wir die 17. Ist das nicht eigentlich schon die nächste? Ist mir egal, ob das die nächste ist oder nicht. Ich lege jetzt erstmal alle frei. Hier ist die 16, das ist die nächste. Wow, das Ganze für 5 Punkte. Hier ist der nächste. Hier ist die 18. Hier ist die 21, wieder was mit Octoling. Okay, Trampolin springen. Hier ist die 20. Wir duschen anscheinend was. Das war knapp. Sonst glaube ich, habe ich alle. Auf jeden Fall eine Menge Trampoline. Hier ist die 19. Und hier ist die Boss Stage. Das heißt, ich habe alle. Super, jetzt muss ich nur noch Level 6 in diesem Part machen. Boah, das hätte fast die Note hier. Komm rein mit mir. Irgendwas mit Bowling habe ich gerade gelesen. Ich habe davon euch schon Einladung. So, ich bin beschäftigt. Oh, Bowling. Diese Octolinge sind wirklich die Rolling Stones. Oder besser gesagt, the Rolling Balls. Kann ich die irgendwie bedienen? Nein. Auf jeden Fall will ich nicht Bowling spielen. Okay, so kann man schon die Sport oder sowas. Also weiter geht's, spielen machen wir noch mit mir einen Spike. Alter, das muss doch völlig wehtun, wie man da runtergerät. Wie muss das bitte schon tun, wenn man versucht, da runtergerät? Octoschütze? Ach komm, das ist jetzt unfair. Wo ist das hin, Kleiner?
Kleine explodiert sofort, wenn er in der Kugel war. Und reagiert auf die Kugel. Kann ich vergessen. Schwer. Erstmal die Rüstung wieder regenerieren. Genau. Und los. Sind wirklich on the road. Sorg, Tullinge. War richtig on the wall. Oh my goodness. Nein, er hat mich nicht nur erwischt, er hat mich auch noch runtergeholt. Ja, mit dem so ein Mike. Schon wieder. Nee, eigentlich war es das nur ein Spare. Hast du mich bereits gebrochen? Na toll. Kein Schwert, kein Schwert. Ich hab Leben zurückbekommen, diesen Checkpoint. Holy shit! Also man kann es auch übertreiben. Aha, wir kennen. Das erklärt alles. Junge, das wird hart. Da ist die Schriftrolle, aber so wahnsinnig bin ich nicht. Jetzt schnell, bevor die wieder spawnen. Kriegt ein drittes Leben. Ich weiß, dass da der Elektro-Netz ist, aber wie komme ich an einen Bowling-Ring vorbei? Holy what? Junge, dieses Level war ja mal völlig von der Rolle.
Am wenigsten sind jetzt die Gegner flach wie eine Flinder. Genauso meine Kommentare. Und ja, Leute, das war's für diesen Part. Damit danke ich mir fürs Zusehen. Bleibt sozial, lasst ein Abo da und bye.